Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute mit schönen dekorativen Kronen. Hintergrund, es gab ähnliche Kronen bei La Blanche und die waren wieder innerhalb von einem Tag ausverkauft. Und es haben mich ganz viele gefragt, ob man die nicht auch selber machen kann. Und was soll ich sagen? Ja, man kann. Ich habe in den endlosen Weiten meines Bastelzimmers gesucht und habe diese Styroporkronen von Ideen mit Herz gefunden und habe dann einfach mal angefangen, sie zu dekorieren. Sie sind ein bisschen bunter geworden wie bei La Blanche allerdings, passend zum Decoupagepapier und zu den Spindeln von La Blanche. Ihr habt ja sicher das Video ja schon gesehen. Dieses Jahr ist Weihnachten sehr bunt, sehr pastellig mit ganz viel Glitter und Gold. Ja, wie gesagt, lasst euch überraschen. Ihr seht hier schon auf den Bildern die verschiedenen Farben, die ich benutzt habe. Welche Farben, das seht ihr in der Materialliste und erkläre ich auch noch im Video. Viel Spaß beim Zuschauen! Wie schon gesagt, ich habe diese Styroporkronen von Ideen mit Herz bei mir im Bastelzimmer gefunden, habe sie auf einen Schaschlikspieß gesteckt und dann mit Gesso grundiert. Mit Gesso aus diesem Grund, weil Styropor sieht man oft die Poren von dem Styropor und das sieht dann immer leicht billig und nach Styropor aus. Klar, es ist auch Styropor, nur mit dem weißen Gesso kann man die Poren ein bisschen zuschmieren. Sieht schöner aus. Als Farben habe ich mir auch von Ideen mit Herz diese Royal Flash Farben ausgesucht. Ich finde die einfach nur sehr, sehr schön. Vor allen Dingen, die kann man jahrelang halten, die trocknen nicht ein oder ganz selten trocknen die ein. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die auch super wetterfest sind. Wäre jetzt hier für die Kronen irrelevant, die brauchen nicht wetterfest sein. Aber wie gesagt, die Farbe ist wirklich nicht schlecht. Tolle leuchtende Metallic-Farben. Wie gesagt, sucht euch raus, was euch gefällt. Ich habe dann die Kronen komplett grundiert mit einer Farbe, in der Farbe, die ich sie haben möchte. Damit schmiere ich dann auch noch wieder zusätzlich Poren zu von dem Styropor. Und ja, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube 12 Kronen und die habe ich dann in 4 verschiedenen Farben angemalt. Ich finde die Farbe einfach nur schön, tolle Metallic-Farbe und sehr schön deckend auch. So, jetzt aufpassen. Da seht ihr jetzt die Farben, die ich verwendet habe. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man den Glitter aufträgt. Ich habe jetzt den Glitter immer in diese 4... ja, das ist, der Kron ist unterteilt in 4 Felder und ich habe dann immer nur diese Felder mit Glitter ausgemalt. Hier zum Beispiel habe ich jetzt diese Glitterfarbe von La Blanche, diese, ja, die man so normalerweise auftupft. Da muss man natürlich Minimum 4 Schichten auftupfen. Das heißt also, ich habe hier erstmal eine aufgetupft, trocknen lassen und dann die nächste draufgetupft, damit auch richtig der Glitter so richtig auf die Krone drauf kommt. Er ist ein bisschen aufwendig, wie gesagt, weil man halt mehrere Schichten auftragen muss, aber eine von, ich glaube, 4 Möglichkeiten, die ich euch zeige.
Dann gibt es die Möglichkeit, mit einem richtigen Glitter zu arbeiten. Hier habe ich dann erstmal mit Expresskleber dieses Feld ausgemalt, also den Kleber da aufgepinselt. Und dann streue ich in den feuchten Kleber einfach einen Glitter ein, der mir gefällt. Da müsst ihr gucken, was habt ihr so alles in eurem Fundus. Ich habe jede Menge Glitter im Fundus und habe da halt mir einen ausgesucht und den dann aufgestreut in die nasse Farbe. Ein bisschen mit dem Finger so ein bisschen andrücken, damit das auch schön hält. Und da hat man natürlich mit einem Mal das Feld ausgefüllt. Weil der Glitter, der deckt direkt dick ab. Wenn man genug Kleber drauf getan hat, dann ist das, ist der Glitter direkt schon fertig. Man muss keine zwei, drei Schichten machen. Und ja, sieht auch toll aus. Im Endeffekt, wenn ihr nachher fertig seid mit den Kronen, große Unterschiede gibt es nicht. Es fällt auch nicht groß auf, welchen Glitter ihr genommen habt, bis auf die Farbgebung vom Glitter. Seht ihr jetzt hier schon, wie toll das abgedeckt hat. Fertig ist die Laube. So, die nächste Möglichkeit ist ein Glitter, der schon in einem Topf hier von Cosmic Shimmer angerührt ist. Da ist also der Kleber schon direkt mit dabei. Man könnte jetzt auch zum Beispiel eine Tube nehmen, wo dieser Glitter drin ist. Der hier ist halt im Becher, der wird mit dem Pinsel auch aufgetragen. Verstreichen ist ein bisschen schlecht. Ich würde es auch auftupfen, weil ja, man dann halt mehr Glitter auf die Fläche bekommt und man auch mit einer Schicht schon fertig ist. Man könnte jetzt da zum Beispiel, wenn einem das nicht dicht genug ist, nicht deckend genug, könnte man da jetzt auch noch in diese Glitterkleber, könnte man auch noch Glitter einstreuen. Wäre also auch eine Möglichkeit. Ihr müsst entschuldigen, wenn ich hier mal am unteren Rand des Kamerabildes arbeite, aber das denke ich oft nicht drüber nach, wenn ich dann am Arbeiten bin. Dann passiert sowas. So, wenn die Kronen alle schön fertig sind mit Grundierung und mit Glitter, dann fange ich an, die zu verzieren. Dafür kann man alles Mögliche nehmen. Ich habe jetzt hier zum Beispiel diesen goldenen Liner, Feinliner von PentArt genommen, der natürlich wieder mal verstopft ist. Dafür nehme ich dann einen Draht und mache den auf. Das gibt so ganz feine kleine Punkte. Die habe ich dann auf die Krone draufgesetzt. Man kann die Krone auch so ein bisschen verzieren, wie sie gearbeitet ist. Die Styroporkronen von Ideen mit Herz, die haben schon so Punkte auf diesen Streben. Da habe ich dann einfach noch einen draufgesetzt. Einfach nochmal die Punkte mit dem Liner drauf gemacht. Man kann einen Perlenpen nehmen, einen ganz normalen goldenen Perlenpen, man kann auch einen Glitterpen nehmen oder einen Perlenpen mit Glitter. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Nehmt am besten das, was ihr noch irgendwo rumfliegen habt. Ich habe so mehrere Kisten mit Glitter, mit Glitterpulver, mit Glitterlinern. Ja, einfach mal gucken, was ihr da habt und benutzt das. Fertig. Ich würde da jetzt aufpassen, dass man nicht zu bunt wird, weil das ist ja schon sehr bunt. Also ich würde jetzt nicht auf eine rosa eine Krone auch noch lilane Tupfen drauf machen. Wenn die Krone schon grundiert ist in einer Farbe, würde ich einfach mit Gold nur noch weiterarbeiten. Hier nehme ich jetzt zum Beispiel die Perlenpen von Ideen mit Herz in Gold, mache die Punkte drauf.
wenn da jetzt, wie gesagt, noch mehrere Farben dazu, sieht es nicht schön aus. Es wird nachher wirklich viel zu bunt, dann sieht es zu sehr nach Kirmes aus. Aber es ist im Endeffekt alles Geschmackssache. Wichtig ist halt, alles gut trocknen lassen. Jetzt sind wir eigentlich mit dem Grund fertig. Ich habe die jetzt die alle von den Schaschlikspießen runtergenommen. Und jetzt, jetzt arbeite ich halt noch mit Strasssteinen, mit Strassornamenten, mit Quasten, wie die Quasten gemacht werden. Das habe ich schon in einem separaten Video gezeigt. Die habe ich mir passend zu den Kronen gemacht, hier zu der hellgrünen grundierten Krone nehme ich natürlich eine schöne hellgrüne Quaste. Die Strasssteine wie auch die Strassornamente habe ich entweder mit Heavy Body Gel aufgeklebt oder aber auch mit einem anderen Kleber, einem 3D-Lack oder das Liquid Glass zum Beispiel von DecoArt kann man nehmen. Für oben zur Befestigung oben, so dass man die Krone auch hinhängen kann, habe ich diese kleinen Ringe drauf gemacht. Es gibt da so goldene oder bronzefarbene Ringe, die man oben als Halterung auf die Krone machen kann. Man kann aber auch einfach nur, so habe ich bei den meisten gemacht, ein Stück goldenen Draht, den habe ich dann so zu einer Öse zusammengedreht und den einfach oben in die Krone eingeklebt, damit ich oben eine goldene oder überhaupt eine Öse habe, an dem ich dann die Krone aufhängen kann. Man kann aber auch eine Perlenkappe oben drauf kleben, wo eine Öse schon dran ist. Man kann diese Aufhängungen für Styroporeier oder für Styroporkugeln nehmen. Ja, was einem gefällt. Genau das gleiche auch dann für unten, da ist ja schon mal ein Loch vorhanden, wo der Schaschlikspieß drin war. Da kann ich jetzt auch wieder diese kleinen Ösen mit Stecker nehmen unten rein. Ich kann aber auch einfach nur ein Draht einkleben, ich kann aber auch eine Perlenkappe unten dran machen. Also das ist wirklich jedem überlassen. Ich würde nur die Quasten so anbringen, dass sie sich noch bewegen. Also nicht einfach unten dran festkleben, weil das sieht dann ein bisschen zu steif aus, sondern halt mit einer Halterung, so da bohre ich jetzt das Loch nochmal. Schiebe dann die Halterung mit da rein. Da habe ich jetzt mit Heißkleber gearbeitet. Ihr wisst ja, mit Heißkleber arbeite ich gerne, weil es immer sofort abbindet und trocken ist, man nicht so lange warten muss. Wenn man jetzt zum Beispiel die kleinen Strasssteine aufklebt mit Heavy Body Gel oder mit einem 3D-Lack oder sonstigem, da muss man immer viel zu lange warten, bis das Ganze dann ausgetrocknet ist oder gehält. Und deswegen, man kann es auch mit dem UV-Resin machen, dieses Resin, das man mit UV-Lampe härtet. Das geht dann auch relativ schnell, aber das ist mir immer zu viel Geklebe, da kleben immer meine Hände mit dran. Hier habe ich dann in die Seite mit einem ganz normalen Bleistift, habe ich so ein bisschen eine Vertiefung reingemacht. Ihr seht das hier, ich gehe da mit dem Bleistift rein, drehe den ein bisschen, einen Tropfen Heißkleber und zack, den Strassstein rein, weil ich habe da jetzt auch Strasssteine benutzt aus Glas, also wie die Swarovski-Steine sind, da habe ich noch an meinem Fundus eine ganze Kiste voll und die sind dann hinten, laufen die spitz zu, also die sind nicht flach, sondern die laufen spitz zu und da muss man natürlich erst eine kleine Vertiefung formen, damit die auch richtig halten und richtig tief in der Krone stecken. Wenn man natürlich halbe Strasssteine hat oder halbe Perlen, die kann man einfach so außen aufkleben. Das ist egal. So, ihr seht schon, das sieht schick aus. Und die nächste bitte. Ich habe hier so eine kleine Kiste, da sind ganz viele tolle Strasssteine und Strassornamente drin. Die sammle ich immer, wenn ich sie irgendwo von anderen Bastelarbeiten abmache oder wenn es bei La Blanche schöne gibt oder bei anderen Firmen. Dann kaufe ich die und die kommen alle in die Kiste rein. Dann hat man
dann hat man mal immer was, wenn man was braucht. Ja, hier auch wieder seht ihr mit dem Bleistift ein bisschen eine coole Form und zack, die Perle oder den Strassstein einkleben. Da habe ich jetzt mit dem, mit dem Resin arbeite ich da und diesem UV-Licht. Aber irgendwie klappte das diesmal nicht so gut, weil das UV-Licht, ich glaube, da müssen neue LEDs rein. Deswegen habe ich das ganz schnell wieder verworfen. Man kann auch einfach nur einen dicken Tropfen Glitter reinmachen an die Seite. Das geht auch. Das sieht auch nachher wie ein schöner Diamant aus. Jo. Wie ich schon sagte, das ist eure Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt. Was euch am besten gefällt, ist auch am schönsten. Hier habe ich so Quasten gemacht aus diesem Federband. Das gab es auch mal bei La Blanche. Ich habe dieses Jahr allerdings woanders gekauft. Da wird dann das Federband so ein bisschen gedreht und in eine große Perlenkappe eingeklebt. Und dann hat man natürlich unten eine wunderschöne Federquaste. Sieht auch schick aus. Oder so Perlenstränge, die auf einem Band, Geschenkband oder einem Stoffband befestigt sind, kann man auch so ein bisschen zusammendrehen und dann in eine Perlenkappe reinkleben. Sieht auch schick aus. Also da, wie gesagt, könnt ihr euch auch Fantasie wirklich, da seht ihr das auch mit dem Federband nochmal. Ihr könnt fertige Quasten kaufen, ihr könnt Quasten selber machen. Probiert euch aus. Ja, hier suche ich mir jetzt zum Beispiel Perlen raus. Da möchte ich gerne mal mit Wachsperlen arbeiten oder Glaswachsperlen. Und da hat man natürlich auch das Problem bei ganzen Perlen, die müssen ja irgendwie ein bisschen Vertiefung haben, genau wie die Strasssteine. Deswegen hier mit dem Bleistift eine Kuhle machen. Ich arbeite jetzt hier wieder mit Heißkleber, weil es schneller geht. Und dann drücke ich die Perle richtig fest nochmal in den Styropor rein. Und die nächste. Es sieht einfach auch schöner aus, wenn die Perle so halb im Styropor steckt. Wie gesagt, wenn ihr Halbperlen habt, klebt Halbperlen auf, dann braucht ihr diese Kuhle nicht machen. Hier habe ich eine Quaste mit diesem Band von La Blanche gemacht. Da gibt es so ein tolles Band. Das sind eigentlich verschiedene, mehrere Bänder, die zusammen verdreht sind. Kann man auch schön eine Quaste von machen. Sieht auch irgendwie interessant aus. Aber ihr könnt euch ja die einzelnen Fotos von den einzelnen Quasten, von den Kronen anschauen. Da könnt ihr ja sehen, was ich da alles an Quasten dran gemacht und benutzt habe.
Da seht ihr die Kiste mit meinen Strassstein-Fundus. Da habe ich wirklich jede Menge Farben. Die habe ich irgendwann mal irgendwo ersteigert. So eine ganze Kiste mit Glasstrassstein. Kann man immer wieder gut gebrauchen. Das sind jetzt diese Glaskugelaufhänger. Das ist so eine Perlenkappe, wo dann oben so ein Drahtöse dran ist. Da habe ich jetzt den Draht ein bisschen gekürzt, damit das nicht zu dick ist. Und habe das dann oben auf die Spitze der Krone geklebt, so als Halterung nachher für das Band. Kann man also auch machen. Jetzt suche ich mir mal wieder einer schönen Quaste. Hier habe ich mich dann für eine einfache goldene entschieden, eine fertig gekaufte. Geht auch. Und dann halt eine Halterung, wo ich die Quaste dran festmachen kann. Wie ihr seht, es wiederholt sich natürlich bei jeder Krone. Es ist nicht immer wieder was Neues. Und hier drücke ich dann auch einfach nur die Quaste mit dem das Band mit rein in das Loch unten. Noch eine Perle, glaube ich, habe ich dazwischen gemacht. Man könnte jetzt auch noch hergehen und könnte noch Strasskordeln oder diese Perlenkordeln um die Krone wickeln. Das ist wirklich keine Grenzen gesetzt. Diese Strassbänder von LaBlanche sehen auch toll sicherlich darauf aus. Bitte aufpassen, dass man nicht zu viel drauf macht, nicht zu sehr überlädt, sonst sieht es wirklich nachher wie Kirmes aus. So, hier nochmal Bilder von den Quasten allen zusammen. Die Einzelbilder seht ihr am Anfang von dem Video. Wenn es euch gefallen hat, versucht es nachzubasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und wünsche euch wie immer eine kreative Zeit.